So, na, hey, ich bin der Jay, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir nehmen uns ein neues Spiel vor, und zwar, wir sehen es hier, beziehungsweise für euch da. A Fisherman's Tale ist ein relativ kurz gehaltenes, narratives VR-Puzzle-Spiel. Wie genau sich das gestaltet, sehen wir uns dann gleich noch selber an. So, dann wollen wir doch mal sehen. Also, ja, rausgekommen Januar 2019 von Innerspace. Und ich habe es schon durchgespielt, möchte ich dazu sagen. Ist aber auch schon ein Weilchen her. Von daher, das erste Level wird kein Problem sein. Das habe ich testgespielt. Und ansonsten, ja, wir werden sehen. Moment mal, wir haben es in Deutsch. Das ist schön. Es wird ziemlich viel gequatscht, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich werde mich da wahrscheinlich ein wenig zurückhalten und mal schauen. Spielfeld selbst. Wir spielen auf Wombscale. Also, ich darf und kann mich bewegen hier. Wir könnten es aber auch im Stehen und im Sitzen spielen. Das ist natürlich super für Leute, die, ja, gehbehindert sind beispielsweise, beziehungsweise gerne sitzen, auch freiwillig. So, wir haben Hinweise, die wir auch anlassen. Das ist nicht so, dass ich doof bin oder so, ehrlich jetzt, ja, aber die Sprüche, die manchmal kommen, sind ganz unterhaltsam. So, von wegen, winkt mit dem Zaunpfahl und so weiter. So, mal schauen. Wir starten und wir haben in der Kapitelauswahl sowohl ein Prolog als auch ein Epilog. Den Prolog und das erste Kapitel werde ich zusammen abhandeln, weil der Prolog relativ kurz ist und ja, Kapitel 1 passt dann ganz gut da hinten dazu. Und ansonsten werden wir jede Folge ein Kapitel machen und mal schauen, wie lang sich der Epilog hinzieht. Werden wir das eventuell mit dem Kapitel 4 zusammenziehen oder nicht? Mal schauen. Wie gesagt, relativ kurzes Spiel das Ganze, aber ist bei mir sowieso bloß ein Zwischenprojekt. Jo, na dann, mal losgestartet und ich halte ein wenig mehr den Sappel. Prolog. Bitte unterbrich mich, falls du diese Geschichte schon einmal gehört hast. Nie, nie. Es war einmal eine Fischermarionette, sorgfältig von Hand gefertigt. Sie hatte einige Ecken und Kanten, aber das ist zu erwarten, wenn man aus Treibholz geschnitzt ist. Die Marionette lebte ein einfaches Leben in einem typischen Leuchtturmwärterhaus, wo alles seinen Platz hatte. Und jeder Tag begann gleich. Der Fischer putzte seine hölzernen Zähne. Der Fischer putzt seine hölzerne Zähne mit seiner hölzernen Zahnputzbürste. Nun, wenn du glaubst, hölzerne Zähne müssten nicht geputzt werden, dann hattest du bestimmt noch nie Karies und einen Splitter gleichzeitig. Dann schob er einen Holzscheit in seinen kleinen Ofen, um es warm zu haben. Benutze den Joystick, um dich dem Ofen zuzuwenden. Müssen wir jetzt nicht wirklich, weil ich habe relativ viel Platz hier. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen auf euch und die Kamera aufpassen, aber wir schaffen das schon. So, einmal nehmen, einmal auf das Türchen rein schön mit dem Holzkreuz zu, das Ganze. Sicher vor dem Sturm. Als Sehr nächstes schön. Nahm er seinen Staubwedel und staubte vorsichtig seine Glücksmuschelschale dort drüben im Regal ab. Die Glücksmuschelschale, die gute. Okay, ja, was haben wir denn da? Guck mal, ein ganz kleines Spültischchen, total toll. Kommen wir später noch dazu. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ist denn das hier mit dem navigieren. Okay, nach vorne drücken ist Locomotion. Als nächstes? Ja. Ach, als nächstes nahm er den alten Staubwedel und staubte seine Glücksmuschelschale ab. Das meinte ich mit dem viel Gerede. Und das sind jetzt die weniger dezenten Hinweise. Die Muschel. So. Die Muschelschale erinnerte ihn an eine ruhige See. Als nächstes öffnete der Fischer sein Fenster weit, um nach dem Wetter zu sehen. Das da. Dann wollen wir doch mal gucken gehen. Eine ruhige See heute. Der Fischer füllte seine kleine hölzerne Lunge. Ja, die hölzerne Lunge. Und das war am wichtigsten, arbeitete er jeden Tag an seinem neuesten Modell. Dort in der Mitte des Raumes ein perfektes Modell von seinem eigenen kleinen Leuchtturmwärterhaus. Genau, bis ins kleinste Detail. Um ehrlich zu sein, wenn man Fischer ist, braucht man nicht viel Vorstellungskraft. Es war auch schon fast fertig. Nur zwei Teile mussten dem Modell noch hinzugefügt werden. Die der kleine Modellschrank und der letzte Abschnitt der Wand. Die steht da. Okay, alles klar. Wollen wir mal gucken. Also,
ja. Rein damit. Sehr detailgetreu das Ganze. Das Modell sollte eine perfekte Nachbildung sein. Ist es. Ein Teil der Wand fehlte. Ja. Und ein Modellschrank. Sie müssen hier doch irgendwo... Gut. Nun der letzte Schliff. Oh. Eine kleine Puppe von sich selbst im Inneren. Also hier liegen überall, in jedem dieser Kapitel liegen so eine komischen Blubbeln rum. Das sind so versteckte Secrets. Ich glaube, ich habe hier schon eine übersehen tatsächlich. Und wenn man die alle findet, kriegt man ein Achievement. Yay! So, im Prolog habe ich aber auch alle. Fällt mir gerade so auf. Also, ups. Zum Glück passte das Modell prima zusammen. Na toll. Jetzt musste die kleine Puppe nur noch in ihren kleinen Schaukelstuhl im Leuchtturmwärterhaus. Mach ich. Also den da, bloß da. Von seinen Routinen ermüdet, ruhte der Fischer seine schmerzenden hölzernen Knochen im eigenen Schaukelstuhl aus und schlief ein. Natürlich. Und träumte von Modellen. Oh. Drinnen, wo der Geruch von Lack und Klebstoff immer frisch und die Welt einfach und sicher war. Hier folgte die Marionette ihren Gewohnheiten, putzte sich die hölzernen Zähne, staubte ihre Glücksmuschel ab und arbeitete an ihrem Modell. Ich finde das sehr schön gemacht, das Ganze. Welten innerhalb von Welten, Wände innerhalb von Wänden, um den Sturm draußen und fern von sich zu halten, bis sich eines Nachts etwas änderte. Sorry. Da ist er wieder. Der Partyfinger. Oh. Die Fischfangsaison hat begonnen und auch dieses Jahr sieht es wieder recht mau aus. Wir alle wissen, dass irgendwo da draußen ein großer Fang lauert. Aber werft noch nichts aus. Es heißt, ein gewaltiger Sturm naht. Es ist vielleicht besser, vorsichtig zu sein. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gleich eine weitere Stunde mit atemberaubenden nautischen Nachrichten. Ein Sturm zieht auf. So, Kapitel 1. Der Ängstliche. Oh, hallo. Da sind wir wieder. Jeden Morgen erwachte die Fischerpuppe in ihrem Modellleuchtturmwärterhaus, wo alles an seinem Platz war. Na Gott sei Dank. Und der Tag begann immer gleich. Außer an diesem Morgen. Da fühlte sich etwas anders an. Ich könnte mich mal wieder rasieren, oder? Findet ihr es auch, dass ich mich mal wieder rasieren könnte? Sieht Gott, das Fenster war vernagelt. Nein. Der Fischer konnte sich nicht daran erinnern, das getan zu haben. Seltsam. Selbst bei Sturm wäre er hier drin sicher. Echt jetzt? Aber zwei blöde Holzbretter konnten sich nicht zwischen ihn und seine Routine stellen. Vier blöde Holzbretter. Von Hand konnte er sie nicht entfernen. Die Bretter waren angenagelt. Er würde ein Werkzeug brauchen. Das ist ja doof. Zum Beispiel dieses Magazin. Nein, das klappt nicht. Okay, alles klar. Wir können den Schürhaken nehmen. Ach, der könnte funktionieren. Wie pflegte Papa zu sagen, es kommt auf das richtige Werkzeug an. That's what she said. So. Oh. Butterfinger. Ah, toll. Oh. Was war das für ein Gefühl? Oh, noch mehr Bretter. Der Fischer hatte sich schon lange nicht mehr so gefühlt. Oh, was war das für ein Gefühl? Das nennt sich Muskelkater. Endlich. Hölzerner Muskelkater. Der Geruch des Meeres. Oh, der Geruch des Meeres, Leute. Aber draußen... seinen hölzernen Augen nicht. Oh. Außerhalb des Zimmers war ein anderes Zimmer, ein nachgebautes Zimmer. Nein. Und darin stand die riesige, aber wohlvertraute Figur eines Fischers. Die wohlgeformte. Wusste, dass das Gesicht dieser riesigen Figur, wenn sie sich umdrehen würde, ihm sehr vertraut sein würde, mit allen Ecken und Kanten. Oh. Bei Neptun. Wenn das da draußen lag, dann...
Was war dann in seinem eigenen kleinen Modell-Leuchtturmwärterhaus mitten in seinem eigenen Zimmer? Der Fischer wagte kaum, das Dach zu öffnen, um in sein eigenes kleines Modell zu blicken. Alles war dort drin, im Inneren des Modells, bis ins kleinste Detail. Aber die kleine Version von sich selbst, sie bewegte sich. Er war in einer unendlichen Kopie gefangen. Der Fischer fing an, sich schwindelig zu fühlen. Er war im Inneren des Modells und außerhalb des Modells. Wer hatte nur alle Fäden in der Hand? Tja, wer hatte die Fäden? Allgemeine Warnung an alle Leuchttürme. Trotz unserer Warnungen ist ein einsames Boot im Sturm in See gestochen. Nein! Leuchtturmwärter, stellen Sie sicher, dass Ihre Leuchtfeuer hell leuchten. Ich wiederhole, ein einsames Boot ist im Sturm in See gestochen. Naja. Der Leuchtturm. Die Welt könnte in sich zusammenfallen, aber jetzt kam es nur auf eine Sache an. Er musste die Leuchtturmlampe hoch oben anzünden. Das Leben eines anderen Seemanns stand auf dem Spiel. Ein riesiger Anker blockierte die einzige Tür. Ja, das ist doof. Wer immer das getan hatte, wollte wirklich den Sturm aussperren. Oder etwas einsperren. Oder etwas einsperren. Wie kriegen wir diesen riesigen Anker hier weg? So, und hier oben haben wir wieder eine Blubbel. Und ich habe absolut nach wie vor noch nie rausgefunden, wie man an diese Blubbel rankommt. Hier ist irgendwo meine Zimmerdecke. Das geht nicht. Also, ich könnte einen Stuhl nehmen. Habe ich einen Stuhl? Ich will mich nicht. Der Fischer musste den Anker bewegen. Ich will mich nicht auf meinen Stuhl, auf meinen Bürostuhl stellen, weil der hat Rollen. Erst recht nicht mit dem VRZ auf. So. Er war viel zu groß für den Fischer. Schade. Okay. Da habe ich doch direkt eine Idee. Hier ist er nämlich ein wenig kleiner. Natürlich. Wie unten, so oben. Als er den kleinen Anker anhob, wurde der Große von seinem eigenen riesigen Ich hochgehoben. Sehr geil. Sehr geil. So, den legen wir mal hier hin. Da passt er so schön. Jawohl. So, hält die Tür frei. Das ist super. Mist! Die Tür war zugesperrt. Er musste den Schlüssel irgendwo hingelegt haben, als er das Zimmer zum letzten Mal verlassen hatte. Wann war das noch gleich? Und dann, meine Freunde, passierte etwas sehr Merkwürdiges. Es passierte in etwas. In diesem Zimmer, wo er jede Ritze und Ecke kannte, sagte ihm eine fremde Stimme: Hey, hey, du da, du ungepflegt aussehende Marionette. Hä? Ja, du da. Wer mit noch? Den Fäden. Hier drüben bin ich, hier oben auf dem Regal. Ah, ja. Hast du einen Sprung in der Schüssel? Warum hast du den Anker bewegt? Warum hast du das Dach abgenommen, ha? Der Fischer, er fühlte, nun, seine Glücksmuschelschale hatte gerade mit ihm gesprochen und war auch noch sehr unfreundlich dabei. Und ängstlich. Er fühlte sich also nicht so toll. Du staubst mich jeden Tag ab und dachtest, ich hätte nichts zu sagen? Ich bin ein Einsiedlerkrebs, mein Lieber. Und du schätzt ein schönes, ruhiges Versteck vielleicht nicht, aber ich schon. Also Ruhe jetzt, pst. Und vor was verstecken wir uns? Ich verstecke mich vor dem Sturm. Warum glaubst du, dass ich den Schlüssel gestohlen habe? Den Schlüssel? Du hast den Schlüssel gestohlen. Ach, der Schlüssel. Wo ist er? Oh, viele, die du Krabben stecken. Warte, was? Der Fischer atmete tief ein. Hat er mich gerade beleidigt? Oh, Einsiedlerkrebs. Höchstes aller Schalentiere. Ich muss hoch auf den Leuchtturm. Die Seeleute da draußen suchen uns vielleicht. Wir müssen mutig sein. Mutig? Mutig. Mutig? Mutig. Wenn du meine Mütze für mich finden kannst. Ich bin natürlich der Kapitän. Na klar. Und ein Kapitän braucht seine Mütze. Und einen Rettungsring. Für den Fall der Fälle. Dann, nur dieses eine Mal werden wir mutig sein. Naja. Na gut. Na gut. Natürlich, mutiger Kapitänskrebs, sagte der Fischer. Deine Mütze und einen Rettungsring. Wo würde eine ganz normale Holzmarionette jetzt einen winzigen Rettungsring und eine Mütze finden, die einem Krebs passt? Das ist eine richtig gute Frage. Da haben wir einen Rettungsring, aber der ist natürlich zu groß, also nehmen wir den kleinen. Fein. Fein. Jetzt leg ihn um meine Schale. Mach ich. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ich fühle mich schon viel sicherer. Ja, ja. Jetzt brauche ich nur noch eine Mütze. Eine Mütze? Wie sollen Mütze? Die Leute sonst wissen, dass ich der Chef bin? Was nehmen wir denn hier als Mütze? Gute Frage. Hier, da, guck mal, da ist eine Mütze drin. Okay. Dann, dafür brauchen wir den Anker. Alles klar, also den kleinen Anker wohlbemerkt, nicht den, der hier lag. Hast du etwas gefunden?
Halt die Fresse. Zeig's mir. Ja, warte. Okay, also hier drin ist die Mütze. Vielleicht ist etwas im Schrank. Ja. Aber der Griff fehlt. Also alles schon erledigt. Woanders irgendwo noch ein Griff? Das Lustige ist nämlich, wir können ihm alles Mögliche zeigen. Guck mal, hier das hier. Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Nein, was damit? Das hier. Warte mal. Das sieht nicht richtig aus. Mach weiter. Ich hätte schon vor Jahren in eine andere Schale ziehen sollen. Ich weiß. Aber ich hatte nie den Mut bei diesem verrückten Wetter da draußen. Wir haben den größten Sturm aller Zeiten. Und du möchtest, dass ich aus der Schale komme? Ja, ja. Nein, glaube ich nicht. Nicht? Okay. Wie komme ich an diese verdammte Blubbel ran? Na, ist egal. Okay, also wir haben die Mütze gefunden. Der Einsiedlerkrebs lässt nicht locker. Aber die Mütze könnte ein ganz, ganz kleines bisschen zu groß für mich sein. Ein ganz kleines bisschen. Oh, hast du etwas gefunden? Ja, hier. Hey, diese Mütze ist viel zu groß. Nee, für mich. Eher ein Zelt als eine Mütze, oder? Oh. Okay, machen wir sie halt kleiner. Plopp. Oh. Ach nee, Entschuldigung, andersrum. Ich schwöre, ich mache dich zum Steuermann, wenn du eine Kapitänsmütze für mich findest. Na gut. So, jetzt haben wir hier eine kleine Mütze, die hier quasi gerade rausgefallen kam. Ich gebe zu. Hallo. Ich bin ein neugieriger Krebs. Finde ich total lustig. Aber dieser Sturm macht mir wirklich Ja, hier hast du erstmal deine Mütze. Gefunden? Ja. Nun, wenn eine kleine hölzerne Marionette das kann, dann werde ich... Sei mutig. Sei mutig. Los, komm. Lass mich nur raus aus dieser verdammten... das Bild, ey. Flop. Schale. Ah ja. Zogig. Ich fühle mich so viel... Auf dem Bild sieht er anders aus. Und die Welt fühlt sich so viel größer an. Ich glaube nicht, dass ich wieder in meine Schale zurückkehren will. Okay, machen wir das. Ich helfe dir, die Tür zu öffnen, damit du deine alten Seemannskameraden retten kannst. Okay. Und ich als Kapitän werde tapfer hierbleiben und Wache stehen. Mhm. Mal sehen, wo habe ich den Schlüssel gelassen? Wo hast du den Schlüssel gelassen? Ich hielt den Schlüssel, während ich meine Schale reparierte. Dann hatte ich einen plötzlichen Juckreiz und dann... verflixt. Ich hab's vergessen. Plötzlicher Juckreiz, ja. Ich seh's doch hier. Der Krebs hatte sein ganzes Leben in dieser kleinen Schale verbracht. Nicht größer als eine Hand. Aber er war sicher. Na, in dem Kaugummi, in der Schale, ist der Schlüssel. Nur ein wenig klein. Ich habe den Schlüssel verloren, mein Freund. Vergiss deine armen Seeleute. Du wirst sie nicht retten können. Plock, da ist er. Das wird funktionieren. Tada! Okay, bist du bereit? Ja, ja. Ich auch. Yuki, auf nach draußen. Leb wohl, Schiffskamerad. Leb wohl. Ich werde nicht vergessen, was du für mich getan hast. Gott sei Dank. Dein Kapitän salutiert dir. Er musste seinen Weg hoch in den Turm in der Dunkelheit finden und konnte das Wüten des Sturms draußen schon hören, das immer heftiger wurde. Ah. Währenddessen auf offener See... Der einsame, völlig verirrte Fischer, also nicht wir, sondern ein anderer, auf der Suche nach einem Zeichen mitten im Sturm.